Chase the King's Road. Jahre, nachdem wir den Krieg gewonnen hatten, waren wir einem gemeinsamen Leben in Frieden kein Stück näher gekommen. Eine neue Heimat für die Omnix in London sollte der erste Schritt zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Menschen und Omnix sein. Aber es war zum Scheitern verurteilt. Die Omnix-Extremistengruppe Null Sector startete einen Überraschungsangriff auf King's Row und übernahm dort die Kontrolle. Hunderte starben. Tausende verloren ihr Zuhause. Nun jagen sie die letzten Überlebenden. Das könnte der Beginn eines neuen Krieges zwischen Menschen und Omnix sein. Wenn wir sie nicht aufhalten, Commander Morrison hat unser Strike-Team damit beauftragt, die Stadt zu befreien. Das ist meine erste Mission und zugleich der einzige Weg, mein Zuhause zu retten. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Hier spricht Morrison. Pass auf sie auf, Angela. Agenten, viel Glück da draußen. Null Sector, drei Flugabwehrgeschütze in King's Row aufgestellt. Sie müssen unschädlich gemacht werden, bevor wir die Fracht abwerfen können. Sie alle verfügen über eine mobile Drohne, die dazu dient, die Flugabwehrterminals zu hacken. Hier gibt's uns. Hier, Captain Hammer. Der erste Flugabwehrzugang zu uns ist gleich um die Ecke. Und Reinhardt, stürmen Sie nicht wieder alleine los. Denke ich nicht im Traum dran, Captain! Hackt gestartet! Gleich in der Nähe des Terminals, bis es gehackt ist. An alle. Null-Sektor-Einheiten nähern sich ihrer Position. Es geht los! Direkt vor Ihnen. Ich markiere es auf Ihrem Display. Einer hin, zwei im Sinn. Genau das hat die Welt gebraucht. Der Hack läuft. Die Geschütze sollten jeden Moment offline sein. Da bewegen sich eine Menge Omnisignaturen auf Sie zu. Torbjörn, halte dein Geschütz in Stand. Von der anderen, gute Jagd. Jedes Mal kämpfen, bis der Arzt kommt. Haben Sie mir vom Leib! Du brauchst ärztliche Versorgung. Ihre momentane Position bietet kaum Deckung. Rechnen Sie mit Feindkontakt von allen Seiten. Vielen Dank. Verstanden. Thank you.
ärztliche Versorgung. Warte, Heck! Ich horte Nahsektor-Truppenverbände, die sich in ihre Richtung bewegen. Hoffen wir, dass die Geschütze wirklich offline sind. Wenn sie es nicht sind, wird das ein kurzes Ende. Gebaut. Natürlich funktioniert das. Richtig beruhigend, gell? Nahsektor, konzentrieren Sie sich Ihre Position. Behalten Sie die Slicer im Auge. Sie sind für die Fracht viel gefährlicher als für Sie. Möchten Sie von der Fracht fahren? Ich fliege dich wieder als wären wir etwas festgefahren. Festgefahren? Zerbricht dir nicht den Kopf. Verteidigt die Fracht. Sie ist jeden Moment startklar. Vertraut mir. Ich verstehe.
Schuhe zuzubinden. Oh. Hey. Die Schuhe haben überhaupt keine Schnürsenkel. Ja. Du brauchst ja eine Versorgung. Ich brauche Hilfe. Hallo. Ich bitte dich wieder. Auf dem Vorplatz, direkt vor Ihnen. Ich markiere es auf Ihrem Display. Einer hin, zwei im Sinn. Da bewegen sich eine Menge Omnisignaturen aus sich zu. Morgen, halte dein Geschütz in Stand. Der anderen, einer gute ja. Möchtest du, dass ich dich drücke? Einsatzteam unterwegs nach King's Row. Zwanzig Jahre, nachdem wir den Krieg gewonnen hatten, waren wir einem gemeinsamen Leben. Hier spricht Morrison. Drei Flugabwehrgeschütze in King's Row aufgestellt.
vollständig gemacht werden, bevor wir die Fracht abwerfen können. Sie alle verfügen über eine mobile Drohne, die dazu dient, die Flugabwehrterminals zu hacken. Hallo. Privia. Planen, die Fracht am Vorplatz des Uhrenturms abzuwerfen. Hallo. Müssen zuerst die Flugabwehr ausschalten. Probieren Sie Ihre Mehrzweckdrohne, um den Hack zu starten. Nahsektoreinheiten, bewegen sich auf Ihre Position zu. Zugangspunkt auf Ihrer Anzeige markiert. Ultimate einsatzbereit. Neue Energiesignatur direkt voraus. Wahrscheinlich ein unbekanntes Modell vom Nahsektorbahnhof. Hack gestartet. Sie befinden sich auf offenem Gelände. Seien Sie vorsichtig. Vielen Dank. Barriere aktiviert. Ergeben Sie sich! Ihre momentane Position liegt im Kontakt. Rechnen Sie mit Feindkontakt von allen Seiten.